Im heutigen Kinderwortgottesdienst ging es um die Taufe Jesu. Johannes hat Jesus taufen dürfen und in dieser Taufe ist Jesus bezeugt worden als Sohn Gottes in Form, dass der Heilige Geist, der ist heruntergeschwebt auf einer Schnur als Taube. Das ist etwas für uns sehr Befremdliches. Tauben sind Tiere, die wir in unserer Kultur, in unserem täglichen Leben eher meiden oder die uns viel Mist machen, die uns ungut sind. Aber die Taube ist ein altes, antikes, orientalisches Symbol einer Liebesbekundung. Daher auch die Turteltaube. Das ist das Zeichen, dass Gott wirklich Jesus bezeugt als den, den er liebt, wenn er ihm diese Taube schenkt. Auch die Kinder haben eine Taube bekommen als Zeichen, dass sie von Gott geliebt sind, dass sie von ihm wirklich ja, in seinem Blickpunkt sind. Und am Schluss, das ist das, was uns alle ausmacht, wir gehören zu den Getauften. Wir sind alle als Christen in der Gemeinschaft mit Gott verbunden. Wir haben auch eine neue Identität bekommen. Die Identität, die uns niemand nehmen kann, nämlich als Kinder Gottes. Und so gab es auch zum Schluss eine neue Identity Card für die Kinder, wo vorne das Symbol der Taube abgebildet war und der Spruch, du bist mein geliebtes Kind, und hinten war Platz, wo sich jedes Kind dann mit Namen oder mit Zeichen das personalisieren konnte. Also der Heilige Geist, der uns als Zeichen der Taube geschenkt ist, der auf uns bleibt und der in uns wohnt und uns Kraft gibt.